So, erstes Spiel war nichts. Wir hatten eigentlich einen relativ guten Start, aber gegen einen Rogue, wo einfach alles glatt gelaufen ist. Und es gibt doch nichts Schöneres als... Er ist auch wurscht. Jedenfalls schwingt das ganz gewaltig. Okidoki. Den will ich nicht, den behalte ich. Das ist in Ordnung. Den hätte ich gebraucht. Letztes Spiel, das wäre halt ideal gewesen, aber was soll's? Ihr ballern ein bisschen Face. Ja, Freunde. Das ist die Karte, die wir immer sehen wollen, weil wir Wanda ziehen wollen, um halt unsere großen Minions zu discounten. Halten wir uns jetzt auch echt einfach gar nicht lange mit auf. Scheiß. Das war's. Damit sind wir schön auf Curve. Den wunderbaren kristallenen Banda plus Hero Power. Und haben dann für Turn 6 entweder den oder wir spielen einen Board Clear, was ich aber nicht glaube, dass wir einen Board Clear spielen müssten. Aber den nehmen wir mit. Das so sehe, die sind beide raus. Das heißt, entweder kommt plus 8 Armor oder Face-Angriff. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Den kann er nicht auf dem Board lassen, also dementsprechend wird er da jetzt was verballern müssen. Und dann können wir halt immer noch gucken, was wir machen. Wenn er ihn auf dem Board lässt, kriegt er halt ordentlich Face Damage. Kann er gerne haben. Kommt dir das noch auf? Okay, da hat er ihn rausgehauen. Ich habe alles aufgegeben. Was habt ihr geopfert? Fürchtet meine Gnade. Läuft jetzt an hier. Ja. Sehr schön. So, das heißt, wir spielen gleich Dämon plus Hero Power. Weil ich denke nicht, dass er mir mein Board lässt. Also ich würde es halt nicht machen. Unter allen Umständen würde ich versuchen, das zu verhindern. Jo, das tut er auch. Hält sich ein bisschen auf, kann er gerne machen. Den kann er auch gerne spielen, wenn er das unbedingt will. Das ist unsere Chance.
Flankiert sie! Fürchtet meine Glebe! Wir geben ihm 4 Face. Wäre ganz cool, wenn ich meine Waffe mit Lifesteal kriege. Wir haben sie nicht raus. Das nervt. Dummeres. So, das heißt, wir haben 2. Das nervt tatsächlich ein bisschen mehr. Den hat er jetzt nicht auf der Hand. Das ist ein sehr schicker Zug. Fürchtet meine Glebe! In etwa stellen wir uns das Ganze vor. Den kann er jetzt zwar relativ easy entfernen. Weil dafür wird er halt irgendwas haben. Wenn nicht, wäre das ein bisschen traurig für ihn. So, eine der nächsten Optionen ist Cornelius spielen plus Zeichen des Abgangs, damit mein Pestherz ist die Frage, warum da die Verbindung getrennt worden ist. Keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall sein Minion getradet. Ich muss mich sputen. Ja. Ich denke, ich weiß, was wir tun. Overdrawed. Zauber kosten jetzt 2 mehr, das heißt, es wird ein teurer Zug für ihn. Was bei uns gerade so ein bisschen nervt, dass wir wenig Minions ziehen. Aber das kann sich auch schnell ändern. Ich habe ja auch noch Cornelius für Draw, da wollte ich halt nur auf jeden Fall nicht overdrawen. Da hat er doch tatsächlich den anderen 0. Und er zieht. Immer noch gespannt. Jetzt ist schon wieder die Verbindung weg. Was ist das denn? Okay. Das heißt, er hat sich geheilt. Interessant, interessant, interessant. So. Das heißt, wir spielen ihn. Spielen ihn. Greifen an. Klicken hier drauf. 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 Und klicken hier drauf. 20 Schaden im Zug. Ich würde sagen, das ist ganz in Ordnung. Okay, das war auf jeden Fall kein starker Zug. Ja,
kann ich mir überlegen, was ich mache. So, ich tendiere zu. Ah, okay. Jo, unserem Sieg. Mein Zorn ist grenzenlos. GG. GGG. Schönes Spiel. Sehr schönes Spiel.